Da sind wir auch wieder zurück. Schon wieder ist das aufgegangen. Hoffentlich macht das nicht schon wieder diese komischen Screenshots. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Einhalten, einhalten. Sind denn die Geckos? Ich sehe die nicht. Hallo? Gecko? Gecko? Ich bin erkrankt. Hallo? Oh, da ist einer. Jetzt rechts. Headshot. Das war ein schöner Schuss, Leute. Das ist die erste Action hier in unserem. Irgendwie wollte das hier nicht, ne? Da hinten ist noch einer. Bam! Oh, wir müssen nachladen. Und Schuss. In den Fuß. Und bam. Und bam. Nein! Stirb! Du Missgeburt! Hast du was auf dir? Geckofleisch und Geckohaut. Na dann. Nachladen, ne? Wollen ja bloß genug Schuss haben. Geckofleisch und Geckohaut. So. Mein Lieben. Hier ist Wasser. Oh. Ah, das ist schön sauber. Also haben wir uns nicht irradiert. Oder wie das auch heißen mag. Ja. So, genau, so muss schneller laufen. Wie war noch mal rennen? Ich glaube, man konnte auch noch rennen. Wie ging das? Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam Ja. raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Oh, klar, ich komme mit. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Ja. Kommen Sie mit. Aber bevor wir da losgehen, muss ich erstmal noch bei den Optionen hier. Anzeige. Bitboy-Farbe machen wir mal grün. Texturgröße groß. Figur ausblenden. Gegenstand ausblenden. Objekte ausblenden. Wir wollen ja hier nichts. Glanzeffekt ausblenden. Baumdetail. Fadenkreuz. So. Das dürfte jetzt gut sein. Zurück. Zurück. So. Jetzt dürfen wir doch eigentlich auch schon viel besser sehen können. Wir sind ja bei 16 FPS. Also ist das ja schon ganz okay. Es dürfte jetzt nicht ruckeln bei euch eigentlich. Hey, scheiß Hund, weg hier. Willst du, dass ich dir in den Bein schieße? Das kann ich. Oh. Ja, da sehen wir die auch schon, unsere Freunde. Ihr Mistviecher! Stirbt! Der arme Hund, ich glaube, der blutet. Wo willst denn du hin? Hallo, da liegt noch Fleisch. Gibt's noch mehr Viecher oder was? Hallo, hörst du mir überhaupt zu? Hallo? Hallo? Der hat kaum noch Energie, dein Schien da. Cheyenne. 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 Kindche, wo willst du hin? Willst du hinlegen? So, ich hätte fast den Menschen da an den Kopf geschossen. Also, na, lad doch nach. So, und jetzt sind. Nein, es. Verpiss dich. Headshot, Baby. Ja, du Metzgerkind hier. Was machst du denn auch hier? Ach du lieber Gott. Wenn sie nicht vorbeigekommen wären, dann wäre ich jetzt sicher tot. Ja. Ich kam her, um Wasser zu holen. Ja. Aber bitte sehr. Sie sollten alles, was ich habe, kriegen. Sie Oh. sehen durstig aus. Danke. Sie haben bei einer Gruppe von Menschen im Ödland einen Ruf erarbeitet. Unabhängig davon, ob dieser Ruf gut oder schlecht ist, sind sie jetzt nicht. Okay. Die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Dann ist ja schön. Lasst uns nachladen, denn wir haben hier kaum noch Schuss. So, Geckofleisch, Geckohaut.
Geckofleisch, Geckohaut. Und hier auch nochmal Geckofleisch, Geckohaut. So. Hier wollte ich Wasser holen. Lasst uns mal. Auch wenn wir volle TP hatten. Das wir müssen ja hier trinken. Wir sind ja im Hardcore-Modus. Was sagst du? Ja? Dein Hündchen steht da hinten. Deine Cheyenne. Was heißt. What the? Hä? Teufelshund. Teufelshund. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich kann dich sehen. Wo bist du hingegangen? Ich kann dich sehen. Ey, Scheiße, das ist für ein Horrorhund. Ist doch voll ekelhaft, ey. Das Ding hat keine Augen mehr. Beweg dich mal. Hallo. Ich glaube, deine Augen sind ein bisschen am Hals. Ja, kriege ich Gänsehaut. Das Psycho-Ding. Boah, ey, dieses Hunde-Motzen-Viech da. Boah, ey, hier, ne? Psycho-Hund. Psycho-Hund. Ja, wir müssen auch darauf aufpassen, dass wenn wir Schaden kriegen, dass wir hier immer gucken. Damit uns da hier nett, hier, ne, ihr wisst ihr, weil man kann uns auch die Beine abreißen oder Gecko Eye, Gecko Haut, Gecko Fleisch und Gecko Eye, Gecko Fleisch. Ja, ich sehe dich. Ich sehe dich, Psycho-Hund. Voll creepy, ich krieg Gänsehaut. Ja. Das war richtig gute Arbeit. Danke. Am Ende wurde es sogar aufregend. Hier, ein wenig Taschengeld für Ihre Mühen. Danke. Eins will ich Ihnen noch zeigen. Dachte mir, dass es vielleicht gut wäre, Ihnen zu zeigen, wie man sich selbst versorgt und nützliche Dinge herstellt. Interessiert? Könnte nicht schaden. In Ordnung. Dann brauchen wir ein paar Zutaten, um loszulegen. Wir brauchen etwas Xanderwurzel und eine Brockblume. Lassen Sie mich mal überlegen. Brockblumen habe ich beim Friedhof gesehen und Xanderwurzel gab es bei der Schule. Bringen Sie das zu mir und wir kochen los. Ja, lasst uns kochen. Also, dann sage ich mal, wir gehen zuerst mal zum Friedhof, wie die uns gesagt hat. Psycho-Hund. Psycho-Hund. Also, ja, lasst uns zum Friedhof wandern. Wenn ich mich recht erinnere, ist das da oben. Daten, Weltkarte, lokale Karte. So. Weltkarte. Da oben müssen wir hin. Das da ist am nächsten. Also sagen wir mal, wir gehen da erstmal, ich glaube, zur Schule, hat die gesagt, ne, war das... So, lasst uns dann erstmal dahin laufen. Lasst uns aber erstmal gucken, ob wir hier was finden können. Wäre mal cool, wenn wir was finden würden. Nein, hier ist leider nichts. Dann lasst uns hier froh und munter weiterlaufen in diese Richtung, da Nordwesten, ne? Boah, Psychot macht mir immer noch Angst. Stell dir vor, du siehst so ein Ding in echt, ey. Augen einfach mal in den Hals geklatscht, ey. Schrecklich. Also, kommt hier noch etwas? Oder ist das hier tote Hose? Ich glaube, es wird lang... es ist erst Mittag. Dann ist ja gut. Ich habe keinen Bock, hier nachts durch die Gegend zu laufen, um ehrlich zu sein. Also, ja... Und da ich hier gerade merke, dass wir gerade wieder bei 10 Minuten sind und da hinten schon die Schule sehe, sage ich, unsere nächste Folge gehen wir in die Schule, Leute. Yeah. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es mal wieder heißt Let's Play Fallout New Vegas. Hier war JPDE von Holy Book Productions. Und ich wünsche euch noch einen schönen guten Tag, Leute, meine Damen und Herren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.